Hallo Freunde, willkommen zurück zu No One Survived. Ich habe die Nacht hier gut überstanden, habe hier kampiert bei der netten Händlerin, haben uns noch kurz gut unterhalten und jetzt ist es 6:30. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich kann ja jetzt wieder gucken. Ich sage nochmal vielen Dank für den Kaffee, das war super. Tschüss, tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. So, los geht's. Mal gucken, wie kommen wir. Ja, ich glaube, die Richtung ist ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich hier an der Straße dann abknicke oder ob ich es wage, hier mal quer durch den Wald zu gehen. Auf jeden Fall Narbe in die Hand. Weil keine Lust auf böse Überraschung. So, mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Und ob ich dann auch ein Auto finde. Aber erstmal muss ich heile ankommen mit dem ganzen Zeugs. So, das müsste hier gut hinhauen. Oh, bergab bin ich ein bisschen schneller. Schön, schön. Wir gehen das Risiko mal ein. Wir rennen mitten durch. Man kann hier ja relativ weit gucken. Ich könnte hier natürlich noch schön Steine mitnehmen und so, ne? Oh, muss ein bisschen weiter abdrehen hier. Das Kompass wäre nicht schlecht. Was haben wir da? Kann ich hier stehen bleiben? Bewegt sich hier irgendwas? Nee, gerade nicht. Okay. Okay, so zum Airport vorgelagert. Ein paar Hallen. Ist das hier die Stelle, wo die Wölfe waren? Nee, ne? Das ist eine andere. Hoffe ich doch. So, und dann geht's hier mittendurch, glaube ich. Ansonsten müsste ich ja hier am Airport lang. Das ist auch eine Variante, einfach an der Straße lang. Aber ich denke, wir stechen hier mal durch. Doch, das ist die Stelle. Hier waren die Wölfe, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Bin ich hier dann nicht hoch? Obwohl, nee, die Straße ist irgendwie... Nee, ich bin doch irgendwie anders hier gerade unterwegs. Oh, guck mal, hier ist auch so ein Ressourcenfeld. Gut zu wissen. Gegenüber vom... Ah, ja, na klar, hier ist auch ganz hell. Gegenüber vom Airport gibt es einiges zu holen. Deswegen sind hier wahrscheinlich auch die wilden Tierchen. Damit man das nicht so einfach hat. Dann waren die Wölfe hier vorne, waren die. Na klar, hier vorne. Da komme ich erst noch hin. Eieieiei. Ich hoffe, das ist kein großes Rudel, das hier den ganzen Wald in Beschlag nimmt. So ein Traktor, das wäre es doch, oder? Farming Simulator in No One Survived. Allerdings, wenn ich jetzt hier mehr auf Landwirtschaft gehen will, selbstversorgermäßig, dann brauche ich ja eigentlich auch einen Traktor, ne? So, ich bin sehr konzentriert. Durch das Dickicht hier kann man ja immer nicht ganz so gut gucken. Nicht, dass sich da so ein Wildschweinchen hinter versteckt. So, kurzer Map-Check. Ah, ich laufe ziemlich genau auf die Siedlung dazu. Drehe ich ein bisschen ab. Noch ein bisschen mehr. Ja, so.
Ah, ich habe nichts gesehen. Ich wollte nur mal kurz testen, wie das mit dem Scopen ist hier im Laufen. Da hinten haben wir Rotwild. Ah, und da ist auch schon die Straße wieder. Wunderbar. Also es geht mit den Wegen. Hier ist auch Lehm. Also für Lehm auf jeden Fall zum Festland. Was ist das? Das Auto habe ich schon gelootet. Wir laufen hier mal weiter und gucken, dass ich hier so dran vorbeikomme, denke ich. Mal versuchen, einen Blick auf dieses Gelände zu werfen. Ich denke, mit dem Wagen komme ich hier nicht über die Brücke, sonst wäre ich da lang gegangen. Aber die sieht hier sehr unterbrochen aus. Und ich weiß nicht, ob ich mit dem Wagen ins Wasser kann. Ich tippe mal auf keine gute Idee. Was haben wir hier? Noch ein Ressourcenfeld, oder? Na, nicht wirklich. Achso, oh, ich drehe ein bisschen ab. Das ist die Polizei von hinten, ne? Ja, das ist die Polizei von hinten. Hab so einen leichten Rechtsdrall. Das ist, ja. Mensch. Keine Ahnung, warum. Schon wieder Rechtsdrall. Sag mal, da gibt's doch gar nicht. Dreht sich die Karte einfach, oder? Was ist hier Sache? So, jetzt habe ich die richtige Richtung. Ich habe das Gefühl, ich würde jetzt komplett zurücklaufen. Vielleicht ist es deswegen, weil das Fadenkreuz rechts von mir ist. Dass ich deswegen immer nach rechts wegziehe, ganz automatisch. Oh. Noch nicht zu nah ran. Irgendeine Industrie, okay. Was war das gerade? Achso, Kräuter. Hier wird Öl oder Gas gefördert, würde ich mal behaupten. Gut zu wissen, relativ großer Industriekomplex. Da gibt es bestimmt auch einiges zu holen. Direkt am Wasser gelegen. Ich umrunde den aber mal. Tippe da drauf, mit meiner aktuellen Bewaffnung könnte ich da auch durchgehen, aber ich muss ja jetzt nicht auf Teufel komm raus alles riskieren. Da sind noch so ein paar weitere verlassene Gebäude. Okay, das sind die beiden. Dann nehmen wir uns mal eine Session für Zeit. Ein oder zwei wahrscheinlich sogar. Sah relativ groß aus. Um da dann mal reinzugucken. Wie viel Platz habe ich denn? Ein bisschen Platz habe ich. Hier könnte ich tatsächlich jetzt auf dem Rückweg mal reingucken, ne? Also bei dem Industriekomplex
Habe ich auch ein bisschen Bedenken, weil es ja die Spider-Zombies gibt, dass wir da vielleicht Ärger kriegen. Oh, der hält aber. Der hat aber ein bisschen mehr ausgehalten. Hat's wer gehört? Nee, aktuell ist ruhig. Krieg ich dich von hier aus? Ja. Hallo? Oh, hier sind ein paar mehr. Oh nee, das wird schon wieder so stürmisch hier. Hoppla. Ich glaube, du hast mich gehört, hä? Ja. Nee, schön. Ist das jetzt ein schlechtes Zeichen, dass es stürmisch wird? Ich hoffe nicht. Boah, ist das ganze Magazin durch? Nee, okay. Ah, ich habe ganz automatisch nachgeladen, glaube ich. Wie man es als alter Shooter-Spieler natürlich immer macht, ne? Hallo, war hier noch jemand? Hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Hier könnte man aufs Dach. Ist eigentlich auch eine interessante Location, ne? Hallo, hallo? Ist hier wer? Oh, sauber, Samen. Jetzt, wo ich Landwirtschaft angefangen habe zu pimpen, ist das natürlich Gold wert, sowas jetzt zu finden. Gibt es hier noch mehr? Uff. Oh. Eisenspitzhacke. Den Rest. Die Kohle würde ich mal mitnehmen. Die Axt und die Spitzhacke hätte ich natürlich gern. Wir schmeißen den Speer weg. Passt immer noch nicht. Ah. Hack die doch mal dahin. Und dreh den um. Umdrehen. Ah. So, geht doch. Ha! Jetzt passt's. Topf. Kann ich selber machen, habe ich schon gemacht. Den Rest kann ich ja mittlerweile craften. Aber so Saatgut wäre jetzt noch. Okay, ganz viel Zutaten. Dann hauen wir uns einfach ein bisschen was rein, würde ich sagen. Hier so diese ganzen frischen Sachen. Früchte und so. Oh, warum bin ich denn infiziert? Ich habe Malaria. Wo habe ich das denn herbekommen? Jetzt vom Essen gerade? Oder hatte ich das vorher schon? Ich habe es nicht gesehen. Habe ich versehentlich dreckiges Wasser getrunken? Ich habe doch total drauf Acht gegeben. Oder kommt das hier von den frischen Lebensmitteln? Sollte man die vielleicht nicht essen? So durstig macht das Brot gar nicht, also haue ich mir das auch rein. Kohlenhydrate voll, dann noch ein bisschen Proteine. Rohes Ei, super. Her mit den Salmonellen. Gleich mal im Wagen gucken, ob ich da vielleicht doch so ein kleines Magenmittelchen, Malaria-Mittelchen dabei habe. Das Brot kann ich noch einpacken. Das Fleisch wird eh relativ schnell jetzt umkippen.
So essen möchte ich es nicht, weil es so durstig macht. Und der Weizen ist schlecht, wenn ich zu Hause ankomme. Hier ist nichts weiter zu holen. Also diese Stürme finde ich sehr irritierend, muss ich sagen. Weapons. Die ließen sich wahrscheinlich sehr gut verkaufen. Das habe ich hier nicht mehr drin. Das kriege ich noch mit. Rest kriege ich gerade nicht mit. Einmal kurz zu meinem Handwagen. Und gucken, was ich da unterbringe. Wow. Leck! Das mit der Malaria, das irritiert mich jetzt. Wo kommt das her? Warum? So, Wägelchen. Oh, ja. Hier ist ordentlich Platz. Sehr schön, sehr schön. Dann mal das große Zeug da rein. Erst einmal. Und dreh das doch gleich so. Ja, ist doch gut. So, mitkommen. Und dann haben wir hier noch die Scheune. Ja, Regen, sehr schön. Dann füllt sich mein Regenwassersammelbehälter. Hoffe ich jedenfalls. Oh Gott, die ist groß. Was ist da wohl alles drin? Was haben wir denn hier? Was ist das? Hochregallager? Dieser nachgelagerte Sound irritiert mich ganz häufig. Ich denke dann immer, da läuft noch jemand. Das lassen wir hier. Öl. Ich wollte die Kohle haben, nicht das Öl. Auch wenn ich das wahrscheinlich für das Auto brauche. Holzkohle. Baumwolle. Habe ich noch gar nicht mitgenommen. Ein bisschen irritierend, dass es in dem großen Regal in der Mitte nichts gibt. Okay, alles das gleiche hier. Nähsets habe ich relativ viele da, ne? Den feinen Stoff kriege ich nicht mit. Da ist nichts drin, okay. Enttäuschend. Hier noch ein Motor. Kriege ich die Kabellage mit? Nee, ne? Gerade nicht. Oder doch? Doch, kriege ich mit. Noch überhaupt keine Ahnung, wofür es gut ist. Was ist das? Benzinkanister. Brauche ich den auch fürs Auto? Ja, dann habe ich aber noch viel zu tun, so ein Auto in Gang zu bringen. Motor, Benzinkanister, Öl, Autoteile. Was es da so alles gibt? Also wenn ich das alles zusammensammeln muss, um so ein Auto zum Laufen zu bekommen, dann wird's witzig.
Ja, okay, ich brauche gar nicht versuchen, hier noch mehr reinzukriegen. Dann Abgang, Abflug nach Hause. Da war ja jetzt auch nicht mehr viel mit Stacken angesagt. Wo komme ich denn da jetzt gleich raus? Muss ich noch an so einer kleinen Siedlung oder sowas vorbei? Man sieht es quasi schon auf der anderen Seite. Ich muss nur noch ein wenig höher bauen. Werde ich eigentlich sauber von dem Regen? Nee, werde ich nicht. Okay, dann nutze ich mal eben die Gunst, dass da gerade Wasser ist. Und wasche mich. Damit ich nicht ganz so anziehend wirke für die Zombies hier. Außerdem sollte ich jetzt auch mal einen Schluck Wasser trinken gleich. Sauber, sauber. Das ist auch sauber. Ich denke mal, zwei reichen. Ja. Das mit dem Malaria nervt mich jetzt ja. Weil ich echt nicht mitgeschnitten habe, woher ich es bekommen habe. Das hätte ich aber schon gern gewusst. So, ich nehme jetzt noch mit, was geht. Es geht allerdings nicht viel. Wow, Sturzregen. Magentabletten. Darauf hatte ich es abgesehen. Sehr schön, Malaria ist weg. Als hätten wir nie Malaria gehabt. Warte mal, die schmeißen wir mal raus. Salbe nehme ich mit. Den Rest lasse ich erstmal in Ruhe. Ich muss eh nach da abdrehen, ne? Jo. Ach ja, da ist die andere Händlerin. Was konnte ich denn da lernen? Das habe ich noch nicht geguckt. Oder mir nicht gemerkt. Mal kurz anfragen. Ist mir eigentlich irgendwie kalt oder so? Nee, 27 Grad. Ein warmes Sommergewitter. Da läuft man gerne durch die Gegend. Seven vs. Wild Panama-Style hier. Hallo, was gibt's bei dir denn? Maschinenbau und Elektrotechnik kann ich bei dir lernen. Elektrotechnik finde ich interessant. Maschinenbau bin ich schon relativ gut vorangekommen. Habe ich irgendwas zum Handeln, dass ich mal eben ein bisschen Elektrotechnik lernen könnte? Ich will von dem ganzen Kram jetzt ehrlicherweise aber nichts hergeben. So weit gelaufen, um den zusammenzukriegen, und ich weiß ja noch nicht, wie viel ich wovon jetzt brauche. Deswegen behalte ich das lieber mal bei mir.
Wir sind gleich zu Hause. Habe immer Angst, dass ich den Wagen irgendwie verliere. Also man braucht locker 10 Stunden in-game bei den Standardeinstellungen, um einmal rüberzulaufen zu dem Händler. Gut zu wissen. Wenn ich da mal wieder hinlaufen sollte, muss ich das einrechnen. So, warte mal. Ich sollte ein bisschen nach links abdrehen. Ich dachte gerade, das kenne ich doch. Wieso ist das links von mir? Da oben wohne ich. Und jetzt haben Zombies wahrscheinlich mein Camp besiedelt. Haben sich gesagt, oh, das sieht aber schön aus hier. Ja, jetzt hört auch der Regen auf. Wunderbar. Mein Camp ist weg. Ach nee, da, hinter den Bäumen. Kurzer Schreck. Ganz kurzer Schreckmoment. Die Bäume müssen da weg. Das geht so nicht. So, wollen wir mal gucken. Der müsste ja jetzt ein bisschen was eingefangen haben. Jo, der ist voll. Sehr gut. Wunderbar. So, es wird ja eh gleich wieder dunkel hier. Jetzt aber erst einmal kurz speichern. Zack. So, safe. Alles safe hier. Perfekt. Jetzt geht's ans Einräumen. Oh, das, was keinen Spaß macht. Boah, im Camp laggt's, aber warum? Warum denn? So ganz viele verrottende Lebensmittel, da habe ich noch nicht so ganz raus, wofür die sind. So, ordentlich Eisenklumpen etc. mitgebracht. Perfekt. Muss ich weniger einschmelzen. Die Kohle kann hier rein. Gehen die in Reihe? Na, fast. Nee, nicht wirklich. Können die doch da bleiben? Hier ist noch mehr. Höre ich gerade Fußstapfen? Bin mir nicht ganz sicher. Oh, das Brot sollte ich mal eben weghauen hier. Bevor es schlecht wird. Es wäre schade drum. Gut. Baumwolle lege ich erstmal hier zu. Ich habe keine Ahnung, wo ich die verwenden muss. Wahrscheinlich im Schneidertisch, ne? Oh, Stockduster. Und Energielevel ist auch arg runter. Ja, ich hab schon wieder Malaria. Hä? Wovon? Was habe ich an mir, dass ich mir die ganze Zeit Malaria einfange? Das ist aber komisch. So, jetzt muss ich hier bald... Jetzt muss ich aber anfangen, an der Ordnung zu arbeiten. Batterien. Das gehört zur Medizin. Da packe ich die ganzen Farming-Sachen auch erstmal hin.
Wieso habe ich schon wieder Malaria? Wer es weiß, gern mal kommentieren. Ich habe keine Ahnung. Ach, vom Brot wahrscheinlich. Ich habe das Brot gegessen und habe wieder Malaria. Dann sind das die frischen Lebensmittel. Ja, so viel dazu. Aber wenn ich mich nicht täusche, kann ich dagegen was tun. Tata. So, hier haben wir Krankheitserreger. Hier haben wir noch mehr Salbe. Und das hauen wir hier auch erstmal rein, weil ich gerade noch nicht weiß, wohin damit. Mal einen nach oben, weil da kommt dann hier noch der ganze. Was ist das denn? Nährstofflösung und hier haben wir Dünger. So. Ich sehe meinen Wagen gar nicht. Die machen wir mal eben voll. Die ist auch leer. Die machen wir auch voll. Muss ich dran denken, dass sie dreckig ist. Nicht einfach trinken. Und da ist nur noch ein Schluck drin. Das heißt, den trinke ich mal eben. Und damit wir alle wieder was sehen, lege ich mich kurz hin. Wir sind schon wieder über eine halbe Stunde unterwegs, ne? Ich mache einfach die Taschenlampe mal an. Haben wir ein bisschen Taschenlampen-Style. Räumen wir noch kurz ein wenig aus zusammen. So, dann packe ich die Munition weg. Dann kommt das. Das noch. Okay. Na, hoch da. Auch mal ganz schön mit dem Spotlight, ne? Kupfer, noch mehr Kohle. Habe ich alles erwischt? Ja, ich glaube schon. Maissaat. Was haben wir denn hier? Karotten, Tomaten, Erdbeer, Mais, Weizen, Gurken, Tomaten nochmal, Kräuter, nochmal Karotten. Ich bin ja nicht ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist mit Brot. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird man da schnell krank von. Habe ich die Autoteile nicht in eine andere Box gepackt? Ah nee, da oben sind sie. So, Munition. Sehr schön. Das, was ich verschossen habe, habe ich auch wieder eingesackt. Das ist gut. Die hier ist übrigens auch stark gepimpt. Modifizieren. Da ist hier vorne für die Mündung schon ein Suppressor drauf. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ein größeres Magazin und ist ein Handgriff dran. Also die muss ich auch mal ausprobieren. Haben wir hier noch. Dann haben wir noch mehr 9 mm. Hier ein 40er. Ja, so langsam wird es hier voll. Krass. Sehr gut. Das hier fällt mir. So, jetzt wird es schon wieder heller. Dann kann ich, glaube ich, Batterie sparen. Essen. Und mega coole Werkzeuge. Den Rest lasse ich da mal drin, aus Gründen, damit wir zu einem Auto laufen und gucken, was ich damit machen kann. Dann kann ich eigentlich eine von den wegschmeißen, ne? Oh, guck mal, die kann ich auch zerlegen. Erfordert die Verwendung eines Messers. Cool. Mach doch mal Platz. Kann ich die auch zerlegen? Nee. Die kann man nicht zerlegen, die Bauhämmer. Aber die nehmen unnötig Platz weg hier drin in der Box. Voll blöd, dass ich die gebaut habe. So, die eine ist ja hier schon fast durch.
Na, willst du wohl hoch? So, Wasser abkochen. Na, ich glaube, ich kann direkt zwei Runden reinhauen, weil ich die Flasche auch gleich abkochen möchte. So, am idyllischen Feuerchen lassen wir nochmal Revue passieren. Relativ viel gutes Zeug mitbekommen, würde ich sagen. Munitionsvorrat ein bisschen aufgestockt. Einige Sachen fürs Auto mitbekommen. Ich hoffe, das ist auch ausreichend, dass ich dann tatsächlich damit ein Auto zum Laufen bekomme. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ansonsten drumherum gut an Metallen mitgenommen. Eisen, Aluminium etc. gefunden. Das ist, glaube ich, auch nochmal Gold wert. Jetzt überlege ich gerade, wie macht man das denn jetzt mit der Flasche, wo die Kapazität 5 hat. Das ist ja blöd. Ich habe gar keine 5 Slots hier. Wenn ich das jetzt hier reinkippe, ist das am Entleeren mal... Hä? Jetzt hat er das da reingemacht und die ist wahrscheinlich leer. Wieso... Wieso hat er bei Entleeren... Na komm. Nicht weiter drüber nachdenken. Dann ist die halt nicht ganz voll. Wie doof ist das denn? Ich kann ja das saubere Wasser jetzt nicht hier reinkippen. Da muss ich ja... Check ich noch nicht. Kann ich das Wasser jetzt hier reinpacken? Ja, kann ich. Okay. Und dann ist er voll. Ja, okay. Ist ein Workaround, aber... Ist doof. Ist schon doof. Ich meine, so nutzen die Flasche nicht ab, okay. Weil ich sie nicht nutze, sondern immer nur als Transportmöglichkeit verwende. Aber ich glaube, so ist das nicht gedacht. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Naja, okay. Gut, gut, gut. Die packe ich mir schon mal ins Inventar, damit ich die zwischenzeitlich auffülle. Und dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Blick ins Häuschen, sage ich, Freunde, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mir gerne Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, freue ich mich sehr über ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich hoffentlich ein Auto finde und es vielleicht sogar zum Laufen bringe. Wer weiß, wollen wir mal schauen. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.